Luckin Coffee. Luckin Coffee, das ist Chinas Starbucks oder wird zumindest so genannt. Im Mai war der Börsengang und seitdem läuft es mit der Aktie relativ gut. Es läuft sogar so gut, dass ein deutsches Anlegermagazin geschrieben hat: Vergessen Sie Alibaba, das ist die beste China-Aktie. Und gemeint war eben Luckin Coffee. Ist es gerechtfertigt, diese Begeisterung? Haben wir hier eine Aktie mit wahnsinnig guten Aussichten? Oder wird die Aktie jetzt gerade eher ein bisschen auch gehypt? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Sowas wie die nächste Starbucks-Aktie, wenn man die jetzt kaufen könnte zu einem frühen Zeitpunkt, das wäre natürlich toll, weil Starbucks, die Aktie, hat sich ja hervorragend entwickelt. Das ist Starbucks die letzten 20 Jahre in Euro. Man hat also vor ungefähr 20 Jahren eine Starbucks-Aktie kaufen können für 3,55 €. Heute kostet sie 86 Euro. Die Aktie hat sich also verdreiundzwanzigfacht. Es gab aber auch Höhen und Tiefen, wie man hier sehen kann. Es hat einem also auch bei Starbucks passieren können, dass man vorübergehend mal 80% im Minus liegt. Aber unterm Strich ist es natürlich trotzdem eine große Erfolgsgeschichte. Und diese Erfolgsgeschichte, die hat man jetzt im Hinterkopf beim Konkurrenten Luckin Coffee aus China. Das Geschäftsmodell ist ähnlich. Luckin Coffee hat es außerdem auch geschafft, dass das Unternehmen jetzt immer wieder als China Starbucks bezeichnet wird. Das hat man den Anlegern jetzt also eingehämmert ins Gehirn. Und das ist natürlich auch ein Grund dafür, dass die Aktie jetzt für viele sehr interessant ist. Starbucks hat übrigens einen Börsenwert momentan, der liegt ungefähr bei 115 Milliarden Dollar. Bei Luckin Coffee ist der Börsenwert noch unter 6 Milliarden Dollar. Es ist also deutlich weniger und dadurch auch im Prinzip, also in der Theorie, noch eine gewisse Luft nach oben. Und das sehen viele so auch. Und darum haben wir bei Luckin Coffee auch eine sehr gute Kursentwicklung zurzeit. Das ist die Aktie, auch wieder in Euro, seit Börsengang an der Nasdaq, das war im Mai. Es hat erstmal starke Schwankungen gegeben in den ersten Tagen, das ist ja nicht ungewöhnlich, aber seitdem entwickelt sich die Aktie eben auch relativ gut. Der Ausgabepreis war am Anfang bei 17 Dollar und inzwischen sind wir bei 24 Dollar, was jetzt auch schon ein Anstieg ist von über 40%. Das ist ja für chinesische Aktien nicht selbstverständlich. Es läuft ja bei vielen anderen China-Aktien momentan nicht so gut. Aus unterschiedlichen Gründen, aber natürlich unter anderem wegen dem Handelskonflikt mit den USA, der sich ja jetzt auch wieder verschärft. Aber Luckin Coffee ist davon offenbar nicht sonderlich berührt, wie wir ja auch gerade gesehen haben. Und zum Beispiel am Freitag, also letzten Freitag, als der DAX um über 3% eingebrochen ist, als der HSCI in Hongkong um 2,6% gefallen ist, eben wegen dieser Verschärfung im Handelskonflikt, genau an dem Tag ist zum Beispiel Luckin Coffee fast um 5% nochmal gestiegen. Weil die Anleger bei der Aktie eben das Gefühl haben, sie haben eine Wachstumsaktie vor sich und sie haben außerdem eine Aktie, die vom Handelskonflikt auch nicht so stark betroffen ist. Das einzige Gute am Handelskonflikt ist ja sowieso nur, dass China-Aktien dadurch jetzt wieder ziemlich billig geworden sind. Und zwar auch solche China-Aktien, kann man sagen, die vom Handelskonflikt eigentlich nicht direkt betroffen sind. Also nicht nur Exportwerte und Unternehmen, die vom Export abhängig sind, sondern Zykliker allgemein sehr stark und im Grunde ja auch der ganze Markt. Also es hat sich so gut wie alles relativ stark verbilligt. Und in dem Zusammenhang erinnere ich nochmal an unseren Zukunftsmärkte-Report, der morgen rausgeht, der Zukunftsmärkte-Report mit China-Autoaktien. Ich habe hier letzte Woche ein Video gemacht über den steigenden Einfluss von chinesischen Autokonzernen bei Daimler. Daimler hat ja jetzt zwei chinesische Großaktionäre, nämlich Zhejiang Geely und die Bike Group.
Und im Zukunftsmärkte-Report, da schauen wir uns diese Woche nochmal chinesische Autoaktien im Einzelnen an, nämlich eben Geely, Bike und BYD. Also wenn Sie es noch nicht gemacht haben, jetzt anmelden bei www.zukunfts-märkte.de. Die Reports sind natürlich kostenlos und Sie kriegen in unseren Reports regelmäßig Analysen zu interessanten Aktien und interessanten Börsen in den Schwellenländern. Also jetzt noch schnell eintragen, dann sind Sie rechtzeitig dran für den Autoaktienreport morgen. Der Anmeldelink ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Okay, also Luckin Coffee. Luckin Coffee wird wahrgenommen als Wachstumsaktie. Und das Wachstum ist auch tatsächlich relativ erstaunlich. Luckin Coffee gibt es erst seit 2017 und Ende 2017, da waren das noch 9 Filialen mit Kaffee und ein bisschen Gebäck. Und Ende 2018 aber, ein Jahr später, da waren es 2073 Filialen. Die haben also in China in einem Jahr 2000 Filialen hingestellt. Das sind jeden Tag mindestens 5 neue Niederlassungen. Und dieses Jahr soll es gerade mal so weitergehen. Also bis Ende dieses Jahr will Luckin Coffee 4500 Niederlassungen haben. Und wenn man das schafft, und so sieht es eigentlich auch aus, wenn man das schafft, dann hätte damit Luckin Coffee Starbucks schon überholt in China. Starbucks hat jetzt so 3600 Filialen in China. Starbucks wächst dort auch, aber es wächst lange nicht so stark wie Luckin Coffee. Dementsprechend die Umsatzentwicklung auch. Also 2017 gab es noch 35.000 Dollar Umsatz, war ja nicht viel da. Ein Jahr später schon 125 Millionen und jetzt im ersten Quartal waren es auch schon wieder 71 Millionen. Und das hat sich damit auch gegenüber dem Vorjahr im ersten Quartal verdreißigfacht. Und genauso soll es auch weitergehen. Sollen also die nächsten Jahre immer so mindestens 2000 Filialen neu dazukommen. So sieht eine klassische Filiale aus von Luckin Coffee. Das ist eigentlich die typische Kaffeekettenfiliale. Ist jetzt auch nicht so anders als bei uns und ähnelt auch Starbucks, ist aber kleiner in der Regel. Also es sind immer so 20 bis 60 Quadratmeter und wenig Sitzplätze. Das ist die Sitzecke oder eine Sitzecke, die es aber so nicht in jeder Filiale gibt. Und wenn es eine gibt, dann ist sie nicht besonders groß. Die Leute sollen da nicht rumsitzen, sondern es ist eher was für Abholer. Also Kaffee zum Mitnehmen. Und was auch noch eine Eigenheit ist, es gibt keine Kasse bei Luckin Coffee, sondern die Leute brauchen schon mal die App von Luckin Coffee und über die App bestellen sie und bezahlen dann. Man geht also hin, hat den Kaffee schon bestellt, zahlt ihn dann gleich mit dem Smartphone und nimmt ihn dann gleich mit. Geht also alles ratzfatz. Und das mit dieser App und dass die dann natürlich auch die Daten haben und dass sie wissen, wo kommen die Kunden her und was wollen die und was sind die Gewohnheiten von denen und kann man die vielleicht dann über die App auch animieren mit Sonderangeboten und so. Das finden natürlich die Analysten ganz toll gerade. Das kann man sich auch denken. Also das kommt wahnsinnig gut an am Markt, wie zeitgemäß das alles ist mit dieser App. Und da hört man jetzt teilweise auch schon so Sachen wie, ja, Luckin Coffee sei ja gar keine Kaffeekette, sondern das sei ja eher ein Datenunternehmen oder ein IT-Unternehmen. Naja, also preislich ist Luckin Coffee außerdem günstiger als Starbucks. Das ist auch die Strategie. Man hebt sich ab beim Preis. Es ist aber trotzdem keine Billigkette. Also ein großer Kaffeelatte kostet 24 RMB, sind ungefähr 3 Euro, kann sich jetzt auch nicht jeder Chinese leisten. Also wenn man da öfter mal Kaffee abholt, dann gehört man mindestens schon in China zur Mittelschicht. Kaffee trinken ist aber neu in China, das hat sich noch nicht so durchgesetzt und es ist aber stark im Kommen. Und es ist auch sehr angesagt, gerade in den Großstädten und gerade bei jungen Leuten. Wer Kaffee trinkt, der zeigt in China, er ist modern, er ist erfolgreich, er ist weltgewandt und so weiter. Und noch eine Besonderheit, das hier ist eine reine Lieferfiliale. Das funktioniert also tatsächlich auch, dass Kaffee und Cappuccino und so weiter ausgeliefert wird.
Also Lieferdienste an sich funktionieren in China sowieso besser als bei uns, wegen der Kosten einmal und weil man die großen Ballungsräume auch hat mit vielen Leuten auf wenig Quadratmetern. Und es funktioniert zurzeit tatsächlich auch bei Kaffee. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das so bleibt, weil wenn sich Kaffee mal so richtig durchsetzt in China, dann haben die auch irgendwann mal im Büro alle natürlich Kaffeemaschinen. Dann muss man sich den auch nicht mehr liefern lassen, sein Cappuccino. Aber wie das wird man sehen. Also wir haben auf jeden Fall mal phänomenales Wachstum bei Luckin Coffee. Aber was Sie sich jetzt schon denken können wahrscheinlich, das hat natürlich alles irgendwo seinen Preis. Und der Preis heißt, wie oft in solchen Fällen, hohe Verluste. 2018, wie gesagt, da haben wir einen Umsatz gehabt von 125 Millionen Dollar, aber der Verlust war bei 241 Millionen Dollar. Das heißt, der Verlust war fast doppelt so hoch wie der Umsatz. Und im ersten Quartal jetzt Umsatz 71 Millionen Dollar, Verlust 82 Millionen Dollar. Also das Verhältnis Umsatz zu Verlust hat sich ein bisschen verbessert, aber es war trotzdem immer noch so, dass der Verlust höher war als der Umsatz. Es bleibt also vom Umsatz bis jetzt rein überhaupt nichts hängen. Und damit geht natürlich auch einher, dass Geld verbrannt wird. Noch ist Geld da. Luckin Coffee hat ja beim Börsengang einiges eingesammelt. Aber wenn man jetzt mal die Daten nimmt aus dem Prospekt plus IPO-Erlös, dann hat Luckin Coffee im Mai dann wahrscheinlich so ungefähr 750 Millionen Dollar gehabt an Netto-Cash abzüglich Schulden. Und da geht natürlich aber auch einiges weg. Also 2018 negativer Cashflow plus Investitionsausgaben, das waren 368 Millionen Dollar, die da verbrannt worden sind. Das ist also mehr als die Hälfte von dem gewesen, was jetzt im Moment so da ist. Und im ersten Quartal sind dann ja auch noch mal 82 Millionen Dollar verbraucht worden. Und die Expansion geht weiter, die soll ja auch weitergehen. Und darum ist es meines Erachtens auch sehr wahrscheinlich, dass das Geld, das Luckin Coffee momentan hat, dass das nicht reichen wird. Also nochmal eine Kapitalerhöhung, die dann vielleicht auch umfangreich ist, das ist eigentlich zu erwarten. Trotzdem, viele Analysten sind optimistisch. Es gibt Prognosen, zum Beispiel, dass Luckin Coffee nächstes Jahr oder übernächstes Jahr spätestens schwarze Zahlen schreiben könnte oder zumindest die schwarze Null erreicht. Das wäre natürlich ideal, weil dann hätten wir eine Kaffeekette mit 6.000 Niederlassungen oder 8.000 Niederlassungen, die dann auch kein Geld mehr verbrennen würde. Ich bin da allerdings etwas skeptisch noch. Weil wenn man sich diese Zahlen anschaut von 2018 zum Beispiel, da haben wir nicht nur diesen hohen Nettoverlust insgesamt, sondern wir haben auch einen Verlust, wenn wir uns rein nur die reinen Betriebskosten anschauen. Also der Umsatz war 125 Millionen Dollar, wie gesagt, und aber die Kosten, Personal, Mieten, Material waren auch schon 165 Millionen Dollar, also ohne Investitionen, ohne Werbung. Marketing war dann nochmal 111 Millionen Dollar. Das kam dann noch obendrauf. Also schon der reine Betrieb von diesen Filialen war defizitär. Und das ist bedenklich. Es wäre ja schön, wenn man sagen könnte, wir haben ja jede Menge Filialen in besten Lagen, wo viel los ist. Das ist doch ein Selbstläufer dann früher oder später. Aber offensichtlich, so wie es aussieht, ist es nicht so, weil sonst wird es vielleicht auch jeder machen in China. Die Mieten in solchen Lagen sind zum Beispiel relativ hoch. Und obwohl Luckin Coffee jetzt auch nicht spottbillig ist, es rechnet sich bisher nicht. Und zwar rechnet es sich auch dann nicht, wenn wir die Expansion und das Marketing und die ganzen Sonderposten jetzt abziehen würden. Es geht also hier nur rein um Wachstumsfantasie, die natürlich den Kapitalmarkt anspricht. Ohne den Kapitalmarkt gäbe es Luckin Coffee in der Form überhaupt nicht, das ist auch klar. Aber es ist momentan kein Geschäftsmodell, das in irgendeiner Weise nachhaltig wäre. Was müssen wir also tun, wenn uns die Aktie trotzdem interessiert? Wir müssen auf jeden Fall dranbleiben bei den Zahlen. Wir müssen die Zahlen genau uns ansehen.
dahingehend, wie entwickeln sich die Kosten in Relation zum Umsatz und wird dieses Verhältnis besser? Wenn es das tut, dann haben wir eine gewisse Chance, dass die schwarze Null dann auch wirklich irgendwann mal kommt und das wäre natürlich sehr positiv. Aber wenn nicht oder wenn es zu lange dauert, dann kann es eben schon sein, dass sich der Markt irgendwann mal die Frage stellt, wie lange geht es hier noch gut? Zurzeit tut der Markt das nicht glücklicherweise, zurzeit schaut er nur auf das Filialwachstum, aber irgendwann wird es vielleicht doch auch mal anders. Die nächsten Zahlen zum zweiten Quartal, die kommen am 14. August, das ist Mittwoch nächste Woche. Und da kann ich jedem nur empfehlen, der sich für die Aktie interessiert, dass er da genau hinschaut. Also was machen die Kosten und zwar welche Kosten und wie entwickeln sie sich im Verhältnis zum Umsatz? Und natürlich, wie reagiert dann der Markt auch jeweils drauf? Und insgesamt, was sollen wir machen mit der Aktie als Investoren? Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Es ist eine Aktie im Aufwärtstrend, das ist gar keine Frage. Und wenn man jetzt ein Trader ist, der eher kurzfristig agiert, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da vielleicht aufspringt, entsprechend auch mit Stoppkursen, die man dann weiter nachzieht. Das kann interessant sein. Also jetzt vielleicht nicht direkt vor den Quartalszahlen, aber es kann interessant sein. Aber wenn man jetzt nicht so kurzfristig unterwegs ist und wenn man dann vielleicht auch eher nach Fundamentaldaten entscheidet, dann wäre ich von der Aktie momentan nicht ganz so begeistert, momentan zumindest noch nicht. Es kann sein, dass Luckin Coffee in 5 oder 10 Jahren wirklich groß ist und profitabel, dass es dann wirklich China Starbucks ist. Aber und dann würde die Aktie natürlich auch deutlich höher stehen, da bin ich mal sehr sicher. Aber auch wenn es so kommt, ich glaube, der Weg dahin, der kann relativ holprig werden noch. Das wird kein Selbstläufer sein. Und ich glaube auch, man muss das wirklich genau beobachten, ob es Anzeichen dafür gibt, dass die Kosten zum Umsatz unter Kontrolle kommen irgendwann mal. Da wird man nicht drum herumkommen. Und jetzt mal ganz abgesehen davon, in China gibt es andere Gastronomieketten auch, die auch börsennotiert sind und die haben vielleicht nicht dieses rasende Wachstum, so wie Luckin Coffee, aber diese Unternehmen haben auch gute Perspektiven und die sind zu einem guten Teil zumindest schon profitabel jetzt. Wir haben da also eben auch Gewinnwachstum und nicht nur Umsatzwachstum, so wie es bei Luckin Coffee ist. Den Sektor werden wir sicherlich auch mal behandeln, entweder in unseren Zukunftsmärkte-Reports, die eignen sich dafür, oder hier auf dem Kanal. Also wenn Sie das interessiert, am besten hier auch den Kanal auf YouTube abonnieren und beim Anmelden auch auf die Glocke drücken. Dann sehen Sie auch gleich, wenn ein neuer Beitrag da ist und welcher Beitrag da ist. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wir uns hier in Zukunft öfter mal sehen. In diesem Sinne, wir bleiben dran an China, wir bleiben dran an allen interessanten Börsen, vor allem an denen, über die Sie woanders vielleicht nicht so viel hören. Und wir sehen uns, wenn Sie wollen, wieder nächste Woche. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und wie immer, danke fürs Zuschauen.